Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir alle wünschen uns eine Welt frei von Gewalt, von Terror und von Missbrauch. Wir wünschen uns eine Welt ohne körperliche und seelische Misshandlungen, die auf die Schwächsten der Schwachen treffen. Aber wir wissen auch, meine Damen und Herren, dass absolute Prävention und absolute Sicherheit es in unserer offenen Gesellschaft nicht geben kann und nicht geben wird. Eine offene Gesellschaft ist leider immer auch verwundbar. Das haben wir schmerzlich erlebt im Dezember 2016 beim furchtbaren islamistischen Terroranschlag hier in Berlin auf dem Breitscheidplatz. Und das mussten wir leider auch erleben vor einigen Tagen jüngst wieder beim rechtsextremen Terroranschlag am 9. Oktober in Halle. Was mich stört, meine Damen und Herren, ist, dass nach Gewalttaten und nach solchen Anschlägen in der öffentlichen Berichterstattung und allzu vielen Medien auch in unserem Land sehr, sehr viel über die Täter berichtet wird, aber viel zu wenig über die Opfer dieser Gewalttaten. Die Opfer, die Leidtragenden, meine Damen und Herren, die müssen im Mittelpunkt stehen. Und mit diesem Gesetzentwurf, mit dem neuen sozialen Entschädigungsrecht, stellen wir die Interessen der Opfer von Gewalttaten und von Kriminalität in den Mittelpunkt. Bislang war das Entschädigungsrecht auf die Opfer der beiden Weltkriege konzentriert und auf deren Situation eingerichtet. Es war in den 50er Jahren ein Kriegsfolgenentschädigungsgesetz, was dem Ganzen zugrunde lag. Das ist heute Gott sei Dank längst nicht mehr unsere Lebenswirklichkeit. Wir haben eine andere Lebenswirklichkeit, und genau auf diese soziale Lebenswirklichkeit richtet sich das neue Entschädigungsgesetz aus. Wir fassen, meine Damen und Herren, mit diesen Regelungen, die wir zusammenfassen, im Übrigen schaffen wir ein neues Sozialgesetzbuch. Gleichzeitig ist mir aber wichtig, an dieser Stelle deutlich zu machen, das ist in intensiven Gesprächen auch mit vielen Opferverbänden ein Thema gewesen, dass mit dem neuen sozialen Entschädigungsrecht niemand, der aus dem bisherigen Recht Leistungen bezieht, schlechter gestellt wird. Das ist eine klare Botschaft auch des Vertrauensschutzes. Was dieses soziale Entschädigungsrecht allerdings leistet, ist, dass wir mehr Menschen erreichen und dass es mehr und bessere Leistungen gibt. Das ist eine wichtige Nachricht, meine Damen und Herren, für Menschen, die Schlimmes erlebt haben. Für uns ist wichtig, dass die Opfer von Gewalttaten den Weg zurückfinden ins Arbeitsleben, in einen geregelten Alltag und in die vollständige soziale Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Das ist für viele betroffene Menschen, die Opfer von Gewalttaten geworden sind, kein einfacher Weg. Es ist ein harter Weg. Aber wir sagen als Staat und Gesellschaft, es darf kein einsamer Weg sein. Wir wollen den Menschen auf diesem Weg effektiv helfen. Und deshalb bauen wir ein Hilfesystem auf, das mitfühlend und respektvoll mit den Opfern umgeht, das aber auch effektiv und zielgenau wirken soll. Deshalb ist es mir sehr wichtig, dass wir mit diesem Gesetz beispielsweise die wertvolle Arbeit von Traumaambulanzen stärken. Ich habe mir das in Berlin hier angeguckt, was da geleistet wird. Wir können vielen Opfern von Gewalttaten helfen, indem wir frühzeitig mit Traumaambulanzen helfen, auch die seelischen und psychischen Folgen bewältigen zu können, die aus Gewalttaten resultieren. Wir halten Opfer von Gewalttaten, von psychischer Folge und körperlicher Hilfe tatsächlich frühzeitig Hilfe, Beratung und Betreuung. Mit diesem Gesetz werden die Leistungen der Traumaambulanzen flächendeckend zugänglich gemacht, und es wird ergänzt durch ein individuelles Fallmanagement. Herr Präsident, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, mir ist wichtig, dass wir mit diesem Gesetz auch die Opfer von sexueller Gewalt in den Blick nehmen. Das sind Menschen, und wir haben das in den letzten Jahrzehnten, in denen mehr Menschen sich geöffnet haben und wir auch mehr öffentliche Berichterstattung über dieses Thema haben, das sind Menschen, die oft ein Leben lang mit seelischen und teilweise auch mit körperlichen Schäden zu kämpfen haben. Und viele dieser Opfer können sich erst viele Jahre später öffnen und offen auch über das reden, was ihnen passiert ist. Bisher, nach geltendem Recht, war es für diese Frauen und Männer besonders schwierig nachzuweisen, dass der Missbrauch Ursache für manchmal dann auch spätere und aktuelle psychische Erkrankung ist. Diese Beweisführung wird künftig mit dem sozialen Entschädigungsrecht im Wesentlichen einfacher. Und das, meine Damen und Herren, ist eine Frage von Würde und Gerechtigkeit, dass wir Menschen, die schweren Missbrauch erlebt haben, auch später helfen können und sie nicht mühsam eine Beweiskette nachweisen müssen an dieser Stelle, die sie dann manchmal ein zweites Mal traumatisiert. Ich finde das einen wesentlichen Schritt. Und es geht uns in diesem Gesetz beispielsweise auch oft um die Frauen und Männer, die Opfer von schwerem Stalking geworden sind.
Das ist ja vor einiger Zeit noch nicht so im öffentlichen Bewusstsein gewesen. Wir haben langsam erst Schritt für Schritt dafür gesorgt, dass zum Beispiel im Strafgesetzbuch es entsprechende Verschärfung der Regelung gegeben hat. Aber schweres Stalking hat für die betroffenen Menschen, hat für die Opfer auch oft erhebliche psychische Folgen. Und deshalb haben Sie mit diesem Gesetzentwurf die Möglichkeit, erstmals auch auf gesetzlichen Entschädigungsanspruch. Und was man nicht vergessen darf, was uns vor allen Dingen aus dem Bericht des Opferbeauftragten Kurt Beck, des früheren Opferbeauftragten nach dem furchtbaren Terroranschlag am Breitscheidplatz beschäftigt hat, die Situation von Menschen, die zwar nicht selbst attackiert wurden, aber die miterleben mussten, wie andere attackiert oder gar umgebracht wurden. Die Zeugen von Gewalttaten und von Kriminalität und von Terroranschlägen sind oft auch Menschen, die Opfer geworden sind, weil sie schwer traumatisiert wurden. Nach dem äußeren Anschein unversehrt, aber seelisch oft schwer verletzt. Auch sie werden zukünftig einen Anspruch auf Leistungen haben, und zwar unabhängig von der bisherigen Restriktion ihrer persönlichen Vorgeschichte als emotionaler Nähe zu den Opfern, die eben körperlich auch attackiert wurden. Auch das, meine Damen und Herren, eine wesentliche Konsequenz, die Menschen helfen wird. Auch eine Lehre aus dem Breitscheidplatz ist übrigens, meine Damen und Herren, dass künftig nicht mehr die Frage der Staatsangehörigkeit darüber entscheidet, welche Leistungen Menschen bekommen. Alle, die hier in Deutschland Opfer von Gewalttaten werden, werden gleich behandelt. Wir hatten ganz schwierige Diskussionen, beispielsweise, weil auf dem Breitscheidplatz Menschen zum Beispiel mit israelischer Nationalität Opfer geworden sind, wie es denn jetzt um ihr Entschädigungsrecht und das der Angehörigen bestellt ist. Das ist, meine Damen und Herren, etwas, was mir wichtig ist. Unsere offene Gesellschaft versucht alles zu tun, um mit den Mitteln des Rechtsstaates, der Prävention, der Polizei, der Justizbehörden, wo immer es geht, Kriminalität und Gewalt zu verhindern, bevor sie entsteht. Das ist die staatliche Schutzverantwortung unseres Gemeinwesens. Aber in einer offenen Gesellschaft ist das nicht immer möglich. Und wenn wir da die staatliche Schutzverantwortung eben nicht ausgeübt wurde, dann muss wesentlichen die soziale Schutzverantwortung in der Hilfe von Opfern, und zwar unabhängig von ihrer Nationalität, auf deutschem Boden gewährt werden, meine Damen und Herren. Wer Opfer einer Gewalttat wird, der hat unsere Solidarität, unser vollstes Mitgefühl verdient. Wir können erlittenes Leid, meine Damen und Herren, nicht rückgängig machen. Aber es ist unsere Verantwortung, die Betroffenen auf ihrem schwierigen Weg zu begleiten. Es geht um Licht, es geht um Licht der Hoffnung, da wo dunkel ist. Und ich bitte Sie ganz herzlich, in der anstehenden parlamentarischen Beratung für dieses wesentliche neue Recht, für dieses neue soziale Gesetzbuch des sozialen Entschädigungsrechts um Ihre Unterstützung. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Hubertus Heil, der Bundesminister für Arbeit und Soziales. Und meine Damen und Herren, Sie sehen es schon, wir warten, während wir hier auch im Bundestag zuhören, auf eine Pressekonferenz von Angela Merkel, denn auf dem Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs gab es ja einen großen Durchbruch, dass sich die EU-Staaten und Großbritannien auf einen Brexit-Deal geeinigt haben. Sobald also die Pressekonferenz von Angela Merkel beginnt, werden wir darüber schalten. Aber erstmal bleiben wir noch im Bundestag. Dort spricht jetzt Martin Sichert von der AfD-Fraktion. Und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlicher Gewalt. Der Staat hat also in allererster Stelle dafür zu sorgen, dass den Menschen die Würde nicht genommen wird. Seine vordringlichste Aufgabe ist, Menschen zu schützen und Ursachen zu bekämpfen, die Menschen die Würde nehmen. Die Würde des Menschen ist unantastbar, so steht es im Grundgesetz. Die Würde ist nicht mit Geld kompensierbar. Und zur Würde des Menschen gehört auch, dass jeder nach seinem freien Willen entscheiden darf. Was Sie hier bei der Impfgesetzgebung machen, ist das Gegenteil davon. Sie wollen auf der einen Seite eine Impfpflicht für Masern einführen, obwohl in vielen auch europäischen Ländern mit Impfpflicht deutlich mehr Menschen an Masern erkranken als in Deutschland. Und auf der anderen Seite wollen Sie dann die Entschädigung für Leute verbessern, die von der Impfung Schäden davontragen. Das ist das, was wir von der Regierung immer wieder sehen. Man ersetzt Freiwilligkeit durch Zwang. Und für die auftretenden Schäden wird dann großzügig das hart verdiente Geld der Steuerzahler verteilt. Lassen Sie uns doch mal den Geist des Grundgesetzes, den Geist der Würde des Menschen und der freiheitlich-demokratischen Grundordnung leben. Lassen wir jeden frei entscheiden, ob er geimpft werden möchte oder nicht. Das wäre ein starkes Zeichen, dass der Staat die Würde und Eigenverantwortung der Bürger respektiert. Aber zur Würde des Menschen gehört nicht nur die freie Entscheidung, sondern auch die körperliche und die psychische und physische Unversehrtheit. Und auch hier ergreifen Sie
keine Maßnahmen zum Schutz der Bürger, sondern sie kennen nur den Griff in den Geldbeutel der Steuerzahler. Der DFAM berichtet aktuell, dass in Deutschland über 70.000 Frauen genital verstümmelt sind und mehr als 17.600 Mädchen gefährdet sind, das gleiche Schicksal zu erleiden. Seit Jahren steigen die Zahlen der Genitalverstümmelungen durch die Zuwanderung aus archaischen Kulturkreisen. Warum schützen Sie denn diese Frauen nicht? Und was ist denn mit der Würde von Hunderttausenden jungen Frauen in Deutschland, die nicht frei sind in der Wahl ihres Ehepartners, weil sie aus Kulturen kommen, in denen sie zwangsverheiratet werden oder mit dem Tod bedroht werden, wenn sie jemanden aus einer anderen Kultur heiraten? Das sind alles Opfer von sexueller Gewalt. Das sind alles Opfer von sexueller Gewalt in Deutschland. Warum treten Sie in den Artikel 1 mit Füßen, wenn es um die Würde dieser Mädchen und dieser jungen Frauen in Deutschland geht? Nach zwei Jahren Bundestag weiß ich, warum Sie sich hier so aufregen und warum Sie diese Mädchen und Frauen nicht schützen. Sie müssten nämlich zugeben, dass Multikulti gescheitert ist. Denn der einzige Weg, diese Frauen und Mädchen zu schützen, ist es, dass eine gleichberechtigte, freiheitliche Leitkultur in unserem Land etabliert wird und sich jeder Zugereiste hier nicht aufführen kann wie im Heimatland. Aber statt dass Sie Verantwortung übernehmen, machen Sie alles noch schlimmer. Sie schaffen einen weiteren Anreiz, die Würde dieser Frauen mit Füßen zu treten, indem Sie mit Ihrem hier vorliegenden Gesetzesentwurf die Genitalverstümmelung mit einem finanziellen Anreiz von 400 Euro monatlich versehen. Hören Sie auf, Ihre Fehler mit dem Griff zum Scheckbuch zu versuchen, zu vertuschen, sondern handeln Sie endlich, um die Würde der Schwächsten in dieser Gesellschaft zu schützen. Sie schreiben in Ihrem Gesetzesentwurf, und der Minister hat es ja auch angesprochen, dass das Gesetz eine Folgerung aus den Auswirkungen des verheerenden Terroranschlags vom Breitscheidplatz ist. Wir sind hier aber nicht im Nahen Osten, wo man mit Blutgeld selbst Morde sühnen kann. Im Nachhinein den Angehörigen der Opfer Geld und Unterstützung zukommen zu lassen, das mag kurzfristig manche besänftigen, macht die Taten aber nicht ungeschehen und es löst auch keine Probleme. Wir brauchen hier kein Blutgeldgesetz, sondern eine Bekämpfung von Ursachen. Dieser Gesetzesentwurf, regen Sie sich alle nur auf. Dieser Gesetzesentwurf zeigt Ihre Hilflosigkeit und ist letztlich nichts anderes als die Bankrotterklärung Ihrer Politik der inneren Sicherheit. Um die Ursachen des Terrors zu bekämpfen, bräuchten wir einen klaren Kampf gegen Extremismus jeder Art. Aber darin versagen Sie kläglich. SPD, Grüne und Linke suchen den Schulterschluss mit Rechtsextremisten, solange die Rechtsextremisten nicht Deutsche, sondern Türken sind. Am Tag der deutschen Einheit waren Vertreter ihrer drei Parteien bei einer Veranstaltung, die nicht nur von einer, sondern gleich von vier nationalistisch-islamistisch gesinnten Organisationen, darunter der bekanntesten rechtsextremen türkischen Gruppe, den Grauen Wölfen, ausgerichtet wurde. Sie hofieren nicht nur Linksextremisten, sondern auch Rechtsextremisten und Islamisten. Und dann bezeichnen sie sich immer wieder als demokratische Fraktionen. Was für ein Hohn, was für ein Witz. Ein Abgeordneter der Linken, Harald Weinberg, hat den Anschlag von Ansbach mit 15 Verletzten und einem Toten mitermöglicht, indem er sich im Vorfeld tatkräftig dafür einsetzte, dass der Attentäter im Land bleiben darf. Die Bundesregierung hier sorgt für ein Klima des Terrors zwischen Kurden und Türken auf deutschen Straßen, indem sie sich gegen ein Waffenembargo einsetzt und damit eindeutig auf die Seite des Islamisten Erdogan schlägt. In DİTİB-Moscheen in Deutschland predigt man für einen Sieg des Bündnisses aus türkischer Armee und Islamisten des IS, und die Bundesregierung schaut tatenlos zu. 74 Genozide gab es an den Jesiden, 74 Völkermorde. Ähnlich wie die Juden, eine quer durch die Geschichte immer wieder massakrierte Bevölkerungsgruppe. Wissen Sie, wer die Einzigen waren, die versucht haben, die Jesiden beim letzten Völkermord vor den Islamisten zu schützen? Wissen Sie, wer es war? Das waren die von Erdogan bekämpften Kurden, von YPG und PKK. Und Sie von der Bundesregierung stehen auf der Seite der Islamisten, Erdogans und des Islamischen Staats. Sie sind die Unterstützer von Völkermördern. Schlimmer kann man die deutsche Geschichte kaum mit Füßen treten. Wissen Sie, was Linksextremisten, Rechtsextremisten, Islamisten und die Bundesregierung gemeinsam haben? Die Befeuerung des Antisemitismus und des Kampfes gegen Israel. Reden wir doch mal Klartext. Wenn Sie Antisemitismus nicht propagandistisch ausschlachten können, stören Sie sich doch überhaupt nicht daran. Ganz im Gegenteil, bei den Vereinten Nationen stimmen Sie ständig der Verurteilung Israels zu und befeuern so auch den Antisemitismus in Deutschland. Vorgestern erst konnten wir wieder sehen, dass die Bundesregierung im Gegensatz zu vielen anderen Staaten nicht mal in der Lage ist,
Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen. Stattdessen paktieren sie ständig mit arabischen Staaten bei der UN gegen Israel. Staaten, die am liebsten heute statt morgen einen erneuten Holocaust an den Juden vollbringen und Israel auslöschen würden. Statt ihre Politik zu ändern, legen sie hier einen Entwurf vor, den Opfern von Gewalttaten, die durch ihre Politik verursacht werden, schneller Geld zukommen zu lassen. Was Deutschland aber wirklich brauchen würde, ist ein Wechsel in der Politik. Jede Moschee, in der für einen Sieg Erdogans gebetet wurde, die gehört geschlossen und jedem, der da gebetet hat, ein Freiflugschein in die Türkei geschenkt. Und wir müssen uns klar gegen den Antisemitismus und den Kampf gegen Israel stellen, denn das ist die Klammer, die alle Extremisten vereint. Und dass Sie von der Linken hier so rumschreien deswegen, das zeigt, dass das wirklich die vereinende Klammer für alle Extremisten ist. Lassen Sie uns gemeinsam uns zu Israel bekennen, der einzigen funktionierenden Demokratie im Nahen Osten. Lassen Sie uns dieses Bekenntnis zu Israel ablegen, um jedem Rechtsextremisten, jedem Islamisten und jedem Linksextremisten die Zornesröte ins Gesicht zu treiben und klarzumachen, nie, nie wieder Antisemitismus, keinen Rechtsextremismus, keinen Linksextremismus, keinen Islamismus auf deutschem Boden. Das ist die Politik im Sinne der Opfer. Die Redefreiheit in unserem Haus ist eine großartige Freiheit und Errungenschaft und von allergrößter Bedeutung in einer Demokratie. Aber diese Rede, die hat in hohem Maße die Grenze des politischen Anstands überschritten. Und ein Gesetz, das jetzt vorgelegt worden ist, über den es sich vortrefflich der politische Streit anbietet, wie man es am besten gestalten kann, als Blutgeldgesetz zu beschreiben, ist in hohem Maße zu rügen. Und deswegen bekommt jetzt Hubertus Heil das Wort zu einer Kurzintervention. Ja, Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Kollege, sehr geehrter Herr Kollege, ich stelle fest, dass Sie in... Hubertus Heil hat das Wort zu einer Kurzintervention. Sehr geehrter Herr Kollege, ich stelle fest, dass Sie zum Gesetzentwurf an sich, in dem es ja um die Frage geht, wie wir Opfern von Gewalttaten besser helfen, nichts gesagt haben, dass Sie meiner Rede offensichtlich auch nicht zugehört haben, in der ich deutlich gemacht habe, dass es eine staatliche Verpflichtung ist, alles zu tun, wo immer es geht, Menschen vor Gewalt und Kriminalität zu schützen. Aber ich habe auch darauf hingewiesen, dass in einer offenen Gesellschaft, in einer nicht totalitären Gesellschaft, es keine absolute Sicherheit gibt. Und wenn Sie mal in Israel waren, ich weiß nicht, ob Sie je im Leben in Israel waren, und mit staatlichen Stellen reden, die einen hohen Sicherheitsapparat haben, die eine Demokratie sind, die versuchen, sich gegen Gewalt und Terror auch zu wehren, aber die eben auch ein soziales Entschädigungsrecht entwickeln mussten, weil Menschen auch in dieser Gesellschaft Opfer von Anschlägen geworden sind, dann wissen Sie, wie wichtig das ist. Aber eins will ich Ihnen auch ins Stammbuch schreiben. Sie haben heute ja nichts gesagt und Ihre Beispiele sind ja immer sehr einschlägig über die Opfer zum Beispiel von rechtsextremistischem Terror, von Frauen, die von Skinheads geschlagen wurden und Ähnliches. Sondern Sie haben versucht, diese Debatte zu missbrauchen für Ihre Agitation. Und da kann ich Ihnen nur eins sagen, mit einem Zitat von Kurt Schumacher aus dem Jahre 1932 in diesem Haus. Wissen Sie, wie er Nationalismus wie Ihre Reden genannt hat? Die Mobilisierung des menschlichen Schweinehunds. Und ich finde, das haben Sie mit dem Begriff Blutgeld zum Ausdruck gebracht. Sie sollten sich schämen für diese Rede. Sie sollten sich schämen. Sie sollten sich schämen. Sie sollten sich schämen dafür, dass Sie kein Wort gesagt haben des Mitgefühls mit Menschen, die Opfer sind. Sie haben nichts gesagt, wie man Opfern hilft, sondern Sie haben die Opfer von Gewalttaten für Ihre nationalistische Hetze in diesem Haus missbraucht. Und dafür sollten Sie sich schämen und entschuldigen, mein Herr. Das wollte ich Ihnen sagen. Fraktionsübergreifender Beifall für Bundesminister Hubertus Heil, der hier aus den Reihen der SPD-Fraktion sprechen muss, um eine Kurzintervention zu machen. Nun die Antwort aus der AfD. Herr Heil, würde mich freuen, wenn Sie auch aufstehen würden, um mir zuzuhören. Bei der Kurzintervention kann er entscheiden, ob er stehen bleibt oder nicht. Gut, dann haben wir aber tatsächlich mir auch nicht richtig zugehört.
Denn ich habe diverse Problembereiche angesprochen, wo Sie neue Problemfälle schaffen. Beispielsweise bei den genitalverstümmelten Frauen, bei den Mädchen, die von Genitalverstümmelungen bedroht sind in Deutschland. Es ist unsere vordringlichste Aufgabe, hier nicht mit dem Geldbeutel rumzulaufen und Leuten Geld zu geben, die Opfer geworden sind. Natürlich gehört das auch zu einer staatlichen Aufgabe, aber die vordringlichste Aufgabe des Staates ist, dafür zu sorgen, dass Menschen überhaupt nicht erst Opfer werden. Und da muss angegangen werden. Das heißt, wir müssen uns klar positionieren, wir müssen klar einschreiten gegen Parallelgesellschaften, in denen Frauen zwangsverheiratet, vergewaltigt und geschlagen werden. Wir müssen uns klar positionieren, denn das sind hunderttausende Fälle in diesem Land von sexualisierter Gewalt. Wir müssen uns klar machen gegen zehntausende Fälle von Genitalverstümmelung. Und wir müssen uns auch klar machen gegen den Terror, der Europa seit etlichen Jahren jetzt erfasst hat und die Ursachen dieses Terrors bekämpfen. Und wenn wir sehen, dass man aus dem Breitscheidplatz lernt, dass man den Opfern schnellere Leistungen zur Verfügung stellen muss, dann ist das eine Konsequenz. Die sinnvollere Konsequenz wäre aber zu sagen, wir wollen dafür sorgen, dass es nicht mehr möglich ist, wie Anis Amri als jemand, der ausreisepflichtig ist, monatelang in Deutschland zu bleiben, dass es nicht möglich ist, mit mehreren Identitäten den eigenen Aufenthalt zu verschleiern und so weiter. Das wäre eine wirklich sinnvolle Politik im Sinne der Opfer. Die Zeit ist vorbei.